Kommen wir zu einem Mann, der mich extrem getriggert hat mit dem, was er getan hat. Ihr wisst, um welches Video es geht. Ich will es mir eigentlich privat anschauen. Ich mache es aber trotzdem gemeinsam mit euch, weil ich einfach da tatsächlich extrem getriggert gewesen bin von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt haben wir eine Erklärung, was passiert ist. Es könnte, ich kündige kurz an, es könnte ein Double Five-Head Move sein. Es könnte ein Double Five-Head Move sein, zu sagen, ja, pass auf, ich hab's zugegeben, ich hab's so getan. Jetzt ist der Shitstorm zu groß und ich sage einfach, es war ein Prank. So, das kann man halt auch jetzt natürlich faken. So, nachdem man halt sowas macht, weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Wir schauen es jetzt mal einfach an. Und ich sag's euch, wie es ist. Es ist krass. Es ist wirklich, also muss ich ehrlich sagen, Logan Paul-Level an YouTuber-Apologies. Ich werde jetzt Charity machen und ich werde jetzt da auch das Thema aufarbeiten. Bro, du hast reingeschissen. Du hast richtig fett reingeschissen. Du hast ein unglaublich heftiges gesellschaftliches Problem für ein fucking Meme verkauft, dich selber in eine Opferrolle gesetzt, deine Freundin dafür benutzt und einfach nur, um mit einem Skandal irgendwie rauszukommen und einen Beef zu gewinnen zwischen YouTubern. Bro, du hast wirklich sämtliche Sympathien verspielt, Alter. Ehrlich jetzt, Mann. Also wirklich, muss ich einfach ernsthafte Kritik äußern. Ich habe mir 5 Minuten davon schon reingezogen und ich war sehr triggert. Ich wollte den Rest mit euch zusammenschauen. Man hätte es nicht mehr falsch machen können, ehrlich. Ach ja, und by the way, ich habe jetzt gerade die ABK-Szene und diese ganzen Twitter-Heuchler und so mega hops genommen. Ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, wo ich einfach gesagt habe, so heulend, yo, ich habe meine Freundin geschlagen, bla bla bla, das stimmt alles, damit die darauf eingehen. Und ich will jetzt quasi zeigen, dass es denen halt nicht um Gewalt gegen Frauen geht, dass es denen halt egal, sondern dass die einfach nur wieder ein Feindbild wollen, in diesem Fall halt mich und gegen mich vorgehen wollen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig, richtig, richtig heftige Scheiße gebaut. Man muss sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier eingebe, YouTuber Apologies... I didn't want to make this video. I'm sorry if what I did offended you. 1:1 der Speedrun einmal durchgespielt. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch alle an mein emotionales Video, was ich Freitagnacht hochgeladen habe. Viele Leute hatten es bereits vermutet und ja, es stimmt tatsächlich, das Ganze war gestellt. Ich sollte euch vielleicht erstmal sagen, was mein eigentlicher Plan gewesen ist. Ich wollte tatsächlich der ABK-Bubble und dieser Twitter-Bubble, die mich nicht leiden kann, einfach eine Falle stellen. Denn man hat ja schon im Vorfeld gemerkt, dass es denen vollkommen egal ist, ob ich Gina wirklich geschlagen habe oder... Bro, hättest du nicht für das Video wenigstens einen sauberen Pulli anziehen können? Oder nicht, sondern es ging ihnen nur darum, meinen Ruf kaputt zu machen. ABK hat ja in seinem Video zum Beispiel unzensiert vor hunderttausenden Leuten diesen uralten Livestream von Gina wieder rausgeholt, einfach nur, um mich damit zu treffen. Ja, das ist das Ding. Er hatte halt ein Beef und er wollte dich halt ficken. Naja, das ist das Ding, klar. ABK macht das Ganze auf den Rücken meiner Freundin, da sie als Opfer ihn überhaupt nicht interessiert, sondern er nur sieht, dass er mir schaden kann. Das relativiert aber halt nicht das, was du getan hast. Leider ist das Ganze dann viel, viel größer geworden. Bei Monte würdest du es nicht sagen. Was? Worden, als ich... Bro, wenn man so Scheiße baut, dann hat man Kritik verdient. Unabhängig, wer das ist. Ob es jetzt Monte, fucking Trimax oder weiß ich wer, oder KuchenTV ist. Das ist absolut nicht in Ordnung, Mann. Das zu instrumentalisieren und dann zu sagen, ja, ich habe jetzt doch Uno Reverse Card gewonnen, Bro. ...gedacht habe und um ehrlich zu sein, wusste ich auch wirklich einfach nicht mehr weiter. Und jetzt setzt er sich halt wieder in die Opferrolle und relativiert das damit. Das ist doch... Das erste Video hat nach einem Tag einfach 1 Million Aufrufe gehabt. Geile Zahlen. ABK hat bis heute gar nicht darauf reagiert und auf Twitter war am Freitag in den Trends der Hashtag... Ey, nochmal ganz kurz, ich schlag mich hier auf keine Seite. Weder KuchenTV noch ABK. Wem schadet KuchenTV damit? Na, er nimmt halt dieses Leid von Leuten, die häusliche Gewalt erfahren, pauschalisiert das Ganze und nutzt das halt irgendwie hier ganz perfide, um sich selber aus der Beziehung zu ziehen. Also, das ist der Schaden, den er verursacht. Er relativiert damit eine Thematik, versucht jetzt halt nachträglich damit aufzuarbeiten und ist halt jetzt jemand, der hingeht und diese ganze Thematik halt einfach nicht ernsthaft verarbeitet jetzt. Also, das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Nie so einen kranken Move gesehen. Ja, krank ist das richtige Wort. Das ist halt nicht richtig. Er kann sich jetzt nicht selber wieder in die Opferrolle sagen und sagen, ja, ich wusste nicht weiter, deshalb musste ich ein Fake-Geständnis machen, damit es endlich aufhört. Hä? Liefer doch lieber einen Gegenbeweis, so anstatt zu sagen, ah, ich habe euch jetzt hops genommen. Wenn er uns jetzt hier wieder hops nimmt oder das jetzt die Möglichkeit ist, die besteht, zu sagen, ja, ich mache das jetzt nur, weil es vielleicht doch passiert ist und das mediale Backlash in Bild-Zeitung und so weiter und so fort riesig groß geworden ist und Kunden sich jetzt vielleicht von ihm abwenden und sowas und all das passiert sein kann und jetzt sagt, ah nee, es war doch nur ein Backprank, um das jetzt wieder rückgängig zu machen, was er gestatet hat. Es ist jetzt halt die Frage, was ist jetzt real? Wir können ihm jetzt ja gar nichts mehr glauben. Wisst ihr, was ich meine? Es könnte jetzt alles gefaked oder nicht sein. Das ist jetzt...
Ne? Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist super, super schwierig jetzt halt zu wissen, was ist jetzt wirklich passiert so. Im Endeffekt geht uns das gar nichts an, aber dann liefert doch lieber einen Gegenbeweis, anstatt hinzugehen und zu sagen, ich hab's gemacht und dann auch noch so auf eine selbstheuchlerische Art und Weise. Ganz, ganz schwierig, wirklich. Also, muss ich ernsthaft auf einem persönlichen Level kritisieren. Hashtag Frauenschläger, KuchenTV, Gina und Lügner. Danke, was allesamt mit mir zu tun hatte. Und ja, jemand, der die ganze Zeit andere dafür kritisiert, wie schlecht sie sich im Internet benehmen, hätte eigentlich checken müssen, dass sich so im Internet hinzustellen eigentlich das Dümmste ist, was man machen kann. Ja. Gina hat dann am Freitag bei Instagram das Statement hier gepostet, weil selbst sie von Hate-Nachrichten bombardiert worden ist. Leute haben ist halt sie beleidigt, haben mich ich ja schon beleidigt, mal kritisiert. Haben ist sogar nicht unseren Sohn beleidigt und wir wollten sie damit... Wisst ihr, was mich tatsächlich extrem krass wundert, beziehungsweise was mich einfach an dieser ganzen Geschichte freut? Zum Glück ist das alles im Dezember passiert, Mann. Zum Glück ist es alles im Dezember und nicht im Januar passiert, dass die Views auch nochmal richtig gut schmecken. Das, finde ich, ist zumindest ein positiver Punkt, den ja jeder mitnehmen kann. Weil die CPM momentan, ich sag's euch, wie es ist, YouTube gönnt gerade richtig. Quasi einfach aus der Schussbahn nehmen, um zu sagen, ey, das Thema ist für sie beendet, lasst sie... Er hat hier einen blauen Fleck, wo kommt er her? Bitte einfach in Ruhe. Wir haben am Freitagabend dann sogar noch einen Livestream zusammen gemacht, wo wir auch nochmal auf die ganze Thematik so eingegangen sind, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ey, ich kann das jetzt nicht veröffentlichen, so, das glaubt mir halt absolut niemand. Es glaubt auch jetzt niemand tatsächlich, auch nach ein paar Tagen glaubt das nicht, die paar Tage machen es ja nicht besser. Dem das jetzt so eskaliert ist und ich das Ganze quasi damit deeskalieren wollte, dass man quasi nochmal so einen Talk mit Gina macht. Ja, aber dann zieh doch diese Lüge nicht länger. Ich verstehe sowieso nicht, also wenn diese Story jetzt echt ist und er hätte sie wirklich geschlagen, der hat dann einfach weitergemacht. Danach macht man doch erstmal, sag ich mal, zumindest Content-wise, um sich und seine Familie zu schützen, irgendwie eine Pause oder sowas. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch alles... Bro. Ginas Instagram-Account wurde dann sogar gesperrt, weil massenhaft Leute sie als Fake-Profil gemeldet haben. Sie hat ihr Profil jetzt zwar wieder, aber der Hate selbst gegen das Opfer war so groß, dass sie einfach für eine gewisse Zeit ihr Instagram-Profil verloren hat. Habe ich auch schon kritisiert. Das hat fucking Victim-Shaming. Wisst ihr, was ich meine? Das ist absolut nicht fein. So, das ist absolut nicht okay. Und bei Gott, wenn das Gina wirklich widerfahren sein sollte, dann ist sie auf jeden Fall in Schutz zu nehmen. Aber, also, es geht doch nur um einen kindischen Beef zwischen zwei YouTubern. Wie kannst du denn dein eigenes Standing, deine eigene Familie und deine eigene Freundin so sehr aufs Spiel setzen, nur um dein Gesicht zu retten und zu sagen, ich habe den Beef doch gewonnen, weil ich habe euch alle hops genommen. Wie kannst du so pietätlos sein und so kurzfristig und irrational denken? Ich verstehe das nicht, Bro. Wir haben ja dann am Samstag noch ein Statement-Video hochgeladen. Und das war eigentlich auch gar nicht geplant, das zu machen, aber ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ja, du bist das Opfer in der Situation. Gina hatte einen Part übernommen, da ich gehofft habe, dass ich wenigstens sie aus der Schusslinie rausnehmen kann. Außerdem habe ich mich da halt nochmal so entschuldigt, in der Hoffnung, dass das Thema ein bisschen abschwächt wenigstens. Und ich habe auch gemerkt, ich bin wirklich sehr respektlos mit einem sehr wichtigen Thema umgegangen. Du hast auf das Thema komplett gestanden. Du hast es instrumentalisiert für deinen eigenen Content, ohne damit Goodwill zu machen, also ohne darüber aufzuklären oder irgendwie versuchen, damit irgendwem zu helfen. Du hast es einfach genutzt, um dich selbst daran zu bereichern oder als Gewinner aus dem Beef rauszugehen. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist ein ernstzunehmendes Problem in Deutschland, Alter. Es leiden sehr viele Menschen darunter. Es leiden sehr, sehr viele Menschen darunter. Und sowas für Aufmerksamkeit zu machen, also... Gesicht verloren. Gesicht verloren für mich, muss ich ehrlich sagen. Muss ich einfach sagen. Und wollte deswegen auch nochmal zu diesem Thema Informationen raushauen. Deswegen geht ja so ein Drittel des Videos oder so grundsätzlich um häusliche Gewalt. Das hast du super gut gemacht. Damit ist alles vergessen. Das Ganze ist halt einfach komplett eskaliert, weil es überhaupt nicht durchdacht gewesen ist. Ich war einfach absolut dumm und Real Talk, ich wusste einfach nicht mehr weiter, was jetzt der richtige Move ist, um da irgendwie wieder rauszukommen. Der richtige Move wäre gewesen, dich zurückzuziehen bis zum Jahresende, nichts mehr dazu zu sagen und dann irgendwann dann mit vernünftig aufzuräumen. Aber nicht jetzt einfach weiterzumachen, weiter zu grinden, als wäre nichts gewesen. Das wäre der richtige Move gewesen, um dich, dein Standing und deine Familie zu schützen. Da wieder rauszukommen. Du hast dich selber da reingesteckt. Ich habe sogar mit... Ich fand KuchenTV in letzter Zeit eine sehr positive Entwicklung gemacht. Ich war nie ein großer Fan, nie ein großer Kritiker. Ich habe es mir einfach im Stream gerne angeschaut, weil er ein paar reasonable Punkte hatte. Aber mit der Aktion verspielt man so viel Glaubwürdigkeit. Was kann ich dieser Person dann noch abnehmen, wenn man sowas halt macht? Einigen größeren YouTubern und so weiter darüber geschrieben. Und abgesehen davon, dass die sich alle einig waren, dass ich halt dumm wie sonst was bin, wusste keiner, wie ich da wieder rauskommen soll. Belegen diese Screenshots jetzt auch überhaupt, dass das jetzt wirklich real ist? Oder ist das jetzt auch wieder nur eine Story? Das ist halt das Problem. Ist das jetzt auch wieder nur eine Story, die jetzt halt hier aufticht, um zu verschleiern, dass es vielleicht wirklich passiert ist? Das weiß man halt nicht. Das weiß man halt wirklich nicht. Das ist ja das Problem. Das macht es halt jetzt noch schwieriger für dich, Bro. Du hast jetzt auch mit dieser Hopsnahme von der Community, da hilfst du dir selber nicht mit. Hättest du lieber einfach im
Raum stehen lassen und irgendwann aufklären sollen. Ich hatte das halt erst kurz vorher geplant, weil es mich genervt hat, dass ich für diese Leute zu 100% der Täter gewesen bin, ohne dass sie irgendwelche Belege, Beweise oder sonst irgendwas gehabt haben. Ja, aber es gab ja eine Aussage deiner Freundin scheinbar, von deiner damaligen Freundin, die das gestatet hat. Und das ist ja dann schon mal zumindest ein Anhaltspunkt. Ob das bewiesen ist, sei ja mal dahingestellt. Das waren Allegations. Und du hast diese Allegations bestätigt, indem du dazu ein emotionales Video gemacht hast, wo du dich entschuldigst. Du hast anerkannt, dass es passiert ist. Und jetzt machst du wieder einen Turn-on und sagst, nee, war doch nur Fake. Das ist so weird, Mann. Das ist so weird. Und das nicht, weil Gina ihnen leid getan hat. Ich muss das stark kritisieren. Sondern nur, weil sie mich gerne als Feindbild sehen wollten. Ich habe ja am Donnerstag bzw. Freitag, bevor ich dieses Video hochgeladen habe, sogar bis 0 Uhr einfach ganz normal gestreamt, Spaß gehabt, habe Freude gehabt, bis ich mir dann während dem Stream so überlegt habe, Alter, jetzt reicht's. Jetzt ist gerade Dezember, jetzt mache ich dazu ein Video, dann kommen nochmal ein paar Videos dazu, Ja, komm jetzt nicht von mir aus, ja, wahrscheinlich wird jetzt ein Kritikpunkt von ihm oder wem anders sein, ja, aber Revi, du reagierst drauf, du schenkst dir eine Plattform. Mir geht es persönlich da nicht um die Dezember-Views oder alles oder weil es gerade ein gehyptes Thema ist. Primär geht es mir darum, dass hier einfach ein sehr sensibles und schlimmes Thema überstrapaziert wird, instrumentalisiert wird, um Content zu generieren und zu sagen, Digga, ich hab doch jetzt das Ding gewonnen, weil ich bin hier eigentlich das Opfer, weil ich wurde als Lügnerin dargestellt. Dann hat er seine Freundin. Das ist so eine vertrackte Situation. Leute haben ihn in Schutz genommen dafür und gesagt, hey, gut, Bro, du hast es geschafft, du hast endlich zugegeben, du arbeitest deine Vergangenheit auf einem sehr, sehr weirden Way, wie ich auch schon gesagt habe. Aber das Video sprengt hier wirklich alles. Das ist wirklich... Jetzt machst du dieses Video. Ich hatte ja unter dem ersten Video auch hier diesen Kommentar geschrieben, wo ich halt so meinte, ey, ich hab mir das jetzt länger überlegt. War halt einfach nicht so. Der Dezember, ne? Wo ich wollte das damit nur rechtfertigen, weil so ein Video von KuchenTV natürlich niemand erwarten würde. Am Anfang habe ich euch ja schon die Memo gezeigt, aber auch das Heulen war halt einfach nicht echt. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Leute fühlen, die für ihn Flagge erhoben haben. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, Leute haben in den Kommentaren ihn in Schutz genommen, das relativiert, versucht, ihn aus der Situation rauszubekommen und den pisst jetzt auch an den Karren, wisst ihr? Denn was ihr in der Aufnahme nicht gesehen habt, relativ am Anfang konnte ich einfach eine Minute gar nicht mehr weinen, weil ich halt nicht so in dieser Rolle drin war. Und musste mich halt erstmal wieder finden. Denn das glauben jetzt vielleicht einige nicht. Hier glaubt dir gerade niemand irgendwas. Aber ich kann tatsächlich gespielt heulen, zumindest wenn ich alleine bin, meine Ruhe habe, wirklich für mich bin. Ich habe das mal hier zu Hause gemacht. So, und wie kann man dann so einem Menschen noch glaubhaft etwas abnehmen? Das ist einfach ein schlimmerer Move als Miguel Pablo. Man muss sich vorstellen, was hier in Deutschland abgeht, was die Leute teilweise machen. Der sitzt da mit einem bewichsten Pullover, Bro. Er ist so stolz darauf, dass er das kann. Er sagt so, guck mal hier, ich habe euch verarscht. Das ist der Beweis. Ich bin stolz darauf, dass ich es kann. Oh, mir wird da ganz, ganz anders. Ich weiß, dass mir das die meisten sowieso nicht glauben und ich weiß auch, dass ich mit dem Video den nächsten Shitstorm bekomme. Aber ich wollte hier einfach die Wahrheit sprechen. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Und es tut mir wirklich unnormal leid, wie ich so ein wichtiges Thema für meine Angriffe ausnutzen wollte. So, bis hierhin habe ich geguckt, was deine allgemeine Meinung über dieses Thema. Meine allgemeine Meinung über das Thema gerade ist, das, was hier gerade abgeht, ist komplett krank und perfide und wird instrumentalisiert hier im Dezember, nur um hier irgendwie ein bisschen Pader zu machen. Ich komme nicht hinterher, was jetzt hier real ist, was nicht. Was jetzt passiert ist, sei mal dahingestellt, ob er sie jetzt geschlagen hat oder nicht, das ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Sei mal dahingestellt, ist blöd gesagt, aber es ist sehr schwer nachzuvollziehen, was passiert ist, aber ich bin fassungslos. Ich habe bis zu diesem Punkt hier heute Morgen schon geguckt, dann habe ich das ausgemacht und habe gedacht, doch, wir arbeiten das im Livestream auf, weil mir persönlich das wichtig ist, einfach zu sagen, dass sowas abgestraft wird. Ich möchte ihn damit nicht canceln, ich möchte keine Cancel-Kultur aufrufen, ich möchte ihn nicht shitstormen. Ich habe immer gedacht, er ist ja privat auf jeden Fall ein feiner Kerl ist. Wir haben auch ein bisschen immer auf Instagram Kontakt gehabt, hin und her geschrieben, ein bisschen rumgejoked. Aber das hier, muss ich sagen, auf einer persönlichen Komponente absolut nicht fein. So, und ich prognostiziere jetzt Folgendes. Seine Aufarbeitungstaktik wird sein, er macht dazu irgendeinen Charity-Fund auf und sagt, ja, wir sammeln jetzt Spenden in meinem Namen, meine Reichweite für was Gutes, bla bla bla. Und dann ist die Sache für ihn gegessen. Und das ist nicht der richtige Weg. Das ist ein Weg, das zu machen. Das hat Logan Paul auch so gemacht. Suicide Prevention hin und her. Aber damit ist es nicht gut. Du hast dein öffentliches Antlitz hier offiziell verspielt. Ich glaube, niemand auf YouTube hat so einen dummen Move gebracht wie ich. Ja, stolz drauf. Nicht mal Miguel Pablo. Ich möchte dem Thema jetzt... Du bist der Champ. ...auf jeden Fall grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit schenken, weil es mir halt wirklich leid tut und ich da richtig Scheiße gebaut habe. Ich werde zu dem Thema noch zwei Videos drehen, wo auch andere Leute involviert sind. Am besten, genau, die am besten auch monetarisieren. Und ich werde noch einen Charity-Livestream machen, denn... I knew it, Chat! Ich kann halt nichts machen, es tut mir einfach leid. War halt Real Talk der größte Fehler meiner Karriere, zumindest bis jetzt. Wer weiß, was noch kommt. Digga. Wie kann man denn so stolz darauf sein? Wie kann man denn auf so einen Fuck-Up stolz drauf sein? Bro, das Richtige wäre, dass du dich jetzt 3 Monate erstmal zurückziehst und verpickst.
jetzt. Ich habe ja, bevor ich das... Ich versuche sachlich zu bleiben. Ich werde gerade persönlich sauer. ...du gemacht habe, auf Kuchen TV Uncut die ganze Zeit solche Aussagen hier gebracht. So, mir ist es egal, ob ich für euch ein Frauenschläger bin oder nicht. So, es juckt mich halt einfach nicht. Und weder mich noch Gina juckt das halt heute noch. Ob ich jetzt schuldig bin oder nicht, Digga. So, okay, von mir aus gut, da habe ich Gina geschlagen. So, sage ich jetzt einfach so, dann bin ich jetzt für euch der Frauenschläger. Dann ist das Thema doch abgehakt, oder nicht? Nein, damit ist es halt nicht abgehakt. Damit ist es doch nicht abgehakt. Ich bin das Opfer. Ich werde im Internet stigmatisiert als Frauenschläger. Der Vorwurf ist nicht haltlos und der kommt ja irgendwo her. Ach, Bro, wirklich. Mann, Tim, ich hatte wirklich echt paar gute Worte für dich immer übrig. Ich fand das, was du gemacht hast, nicht schlecht so. Aber das verwirrt mich gerade so, Alter. Das ist so schade, Mann. Ich bin auf einer persönlichen Ebene wirklich echt enttäuscht einfach. Ich bin einfach enttäuscht. Ich finde das schade. Das tut mir wirklich leid, dass man sich so ins Knie schießt, nur um dann irgendwie zu sagen, ich weiß nicht, was ist die Motivation? Ich habe gewonnen? Ich weiß es nicht, ob sie jetzt geschlagen hat oder so. Aber es ist einfach echt schade, Mann. Das ist wirklich echt, einfach kacke gelaufen. So, und ich, Gina und unser Sohn können jetzt in eine glückliche Zukunft gucken. Ihr lasst uns einfach in Ruhe und dann ist doch alles gut, oder nicht? Cool, so, wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, dann schreibt einfach mal. Ach, Digga, Junge, ich weiß nicht, Digga, Real Talk, ich kann heute drüber lachen, Mann. Es ist halt einfach cringe, aber ich kann einfach drüber lachen, weil... Ja, sehr schön. Siehst, oder? Okay, jetzt geh raus und knallst. Hab ich selber gemacht. Ja. Sie sexuell belästigt. Ja. Sind die schon wieder schön. Das halt so aufzuarbeiten, ist halt nicht cool. Also daraus einen Running Gag zu machen, wenn so Allegations im Raum stehen, das ist... Ach, Bruder. Das tut halt wirklich weh, sich sowas anzugucken. Es tut mir einfach nur unglaublich leid, Mann. Das ist einfach nur beschissen. Das ist einfach alles nur beschissen. Das Thema für uns beide einfach komplett abgeschlossen ist. Wenn jemand nicht bewiesen ist, sollte man eher davon ausgehen, dass es unschuldig ist. Ja, aber es gab ja eine Aussage von seiner Freundin tatsächlich, ne? Klar, es gilt immer eine generelle Unschuldsvermutung, aber es war ja keine haltlose Aussage. Würde eine Frau, ja, vielleicht gibt es da einige, aber würde man ohne jetzt, sag ich mal, einen großen Grund zu haben, sagen, ja, ich bin geschlagen worden, ohne dass es wirklich einen Beweis dafür gibt? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht hineinversetzen. Es gibt sicherlich Frauen, so wie auch Männer oder andere Geschlechter, die das einfach machen, um Clout zu bekommen. Es gibt ja auch immer wieder Falschanzeigen für Vergewaltigung, das passiert. Aber es gibt halt hier noch, ja, keine handfesten Beweise. Es gibt aber jetzt auch keine handfesten Beweise dafür, dass er halt das, was er hier gerade sagt, ob das nicht auch wieder so ein Reverse-Ding ist. Wisst ihr, was ich meine? Und in der Fallquote, das sagt gerade jemand auch, ist es halt eher selten, dass sowas halt einfach gestatet wird, ohne dass da irgendwas Handfestes dran ist. Das kann man jetzt auch natürlich. Statistik ist auch nicht immer das Maß aller Dinge, aber zumindest kann man damit eine Näherung versuchen. Der größte Beweis, der bis dato im Raum stand, ist sein letztes Video, nämlich das Geständnis dazu, dass er es getan hat. Ne? Es weder mich noch Gina belastet das in irgendeiner Form, weil das erstmal schon mega lange her ist und zweitens halt einfach ein geschlossener Fall ist. Das gleiche habe ich ja schon mal bei der ABK-Pedo-Sache versucht und da bin ich auch einfach mega auf den Kopf mitgefallen. Damals war ich wenigstens klug genug, dass dieses Interview auch tatsächlich als Fake gezeigt werden konnte. In der Aufnahme von diesem Heul-Video habe ich einfach kein Part drin, wo ich irgendwie mal sage, ja, ich heul jetzt gestellt, weil ich halt einfach in meine Rolle kommen wollte, dann Aufnahme gedrückt habe und dann wieder die Aufnahme beendet habe. Und ist das real? Ich habe eben schon mal gesagt, ich gebe ihm hier keine bewusste Plattform. Ich möchte die ganze Thematik einfach nur kurz aufarbeiten, weil ich nachvollziehen möchte, was da los ist. Dieses gibt keine Plattform. Ja, da kannst du auch wieder ein Strohmann-Argument machen und sagen, ja, macht doch eh jeder. Aber ist das real oder nicht? Es ist so grenzdebil dumm, wirklich. Was mich allerdings tatsächlich stört, ist die Doppelmoral und die Hetze von einigen Leuten, die da Videos über mich gemacht haben, die auch teilweise Gina richtig unnötig mit reingezogen haben. Aber was gab es denn für negative Beispiele? Unter anderem kam wieder Dekadent hervorgekrochen. Der hat gesagt, dass er sich in Zukunft nicht mehr mit meinen Inhalten befassen wird, weil wenn man sich mit so einer Person auseinandersetzt, dann ist man Teil des Problems. Ein Stück weit tatsächlich nachvollziehbar, sage ich mal. Das ist eine freie Entscheidung. Er kann sich ja bewusst aussuchen, wessen Content er sich reinzieht. Und wenn du halt öffentlich zugibst, dass sowas passiert ist, dann ist das vollkommen fein, sich davon zu distanzieren, muss ich sagen. Was ihn jetzt nicht davon abgehalten hat, wenige Stunden später wieder Tweets gegen mich zu reposten und das Ganze irgendwie dreimal. Ja, so was denn jetzt, Dekadent? Bist du jetzt auch Teil des Problems? Oder was möchtest du uns damit sagen? Schlimmer ist alles. Hä, was ist das jetzt? Wieso geht er jetzt wieder in die Angriffsposition? Allerdings Ernstling, der hat, kein Joke, in der Zeit, bisher zum Zeitpunkt des Scripts, 45 Tweets gegen mich veröffentlicht. Und ratet mal, wie viele davon generell Gewalt gegen Frauen behandeln? Null. Ja, gut, dann hat er dich halt gememt. Weil ihn das Thema einfach nur juckt. Ihn interessiert es nicht, ob ich meine Freundin geschlagen habe. Ja, natürlich freuen sich ein paar Leute, wenn dein Haus brennt, dass sie nochmal ein bisschen Brandbeschleuniger draufkippen können, weil du ja auch viele Leute schon gefrontet hast. Und ich glaube, du und Ernstling hatten doch auch schon mal Probleme, oder nicht? Ihr hattet auch schon mal Beef. Natürlich setzt er sich da ins gemachte Nest und macht das. Das ist natürlich zu kritisieren, aber das sollte nicht Teil dieses Videos sein. Oder ob ich sie schlage, ihm geht es einfach nur darum, mich so weit runterzudrücken, wie nur möglich. Auch auf YouTube hat man gemerkt, dass das Thema Gewalt gegen Frauen eigentlich so gut wie niemanden interessiert, sondern man jetzt nur versucht hat, den Täter in diesem Fall
für mich einfach komplett runterzudrücken. Nehmen wir zum Beispiel den YouTuber Khan Yavi. Der hat ja schon öfter gezeigt, dass der mich wirklich überhaupt nicht leiden kann und seine Reaction an sich, bis auf ein paar dumme Aussagen, war auch relativ neutral gehalten, muss man sagen. Aber was für Kommentare er geherzt hat, zeigt halt schon, mit was für einer Intention er sowas hochlädt. Beispielsweise Islam Hasser Kuchen TV kriegt Karma und später im Kommentar seine Feindseligkeit und seinen offenen Islamhass. Oder auch, wie kann man sich beim Heulen filmen? Stimmt, Gefühle zeigen ist nämlich immer ziemlich schlecht. Für seine Zuschauer bin ich halt schon der Islamhasser. Und jetzt wird hier wieder versucht, sich irgendwie selber zu sagen, ja, und jetzt bin ich dafür, jetzt habe ich öffentlich Kritik geerntet. Ob jetzt sachlich oder nicht, das ist sehr viel unsachliche Kritik dabei. Und da wird auch sehr viel Cancel Culture betrieben und sehr viele Leute, die einfach nur auf den Haufen draufspringen wollen und draufschlagen möchten. Aber das ist eine künstlich heraufgespielte Opferrolle. Du bist nicht das Opfer in diesem Ding. Du bist, wie auch immer, Täter im Sinne, entweder bist du der Gewalttäter oder du bist der Täter, der deiner Familie unglaubliches Leid zugefügt hat durch diese ganze Geschichte. Du bist gerade derjenige, der in die Schuld zu ziehen ist, nicht die Leute, die dich kritisieren. Es ist normal, also, dass wenn du was sowas krasses öffentlich machst, dass du Kritik erntest. Und das sind meistens Leute, die halt nicht unbedingt die sachlichsten Menschen sind und sich damit halt nicht wirklich auseinandersetzen, die halt einfach nur draufschlagen und draufhauen. Aber wieso ist es jetzt Teil dieses Videos? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und sowas wird natürlich nochmal als Zustimmung geherzt. Denn jetzt muss man ja nicht mal darauf eingehen. Das ist so toxisch gerade. Wie ich wirklich zum Islam stehe, das ist egal. Denn jetzt gerade kann man mich ja wegen einer anderen Sache kritisieren und das kann man einfach noch hinten dranhängen. Mit am schlimmsten war allerdings die Reaction, die Superman Dennis gemacht hat. Jetzt sage ich aber auch ganz ehrlich, Bro, wenn Superman Dennis über dich eine Reaction macht, ich habe den Typen einmal getroffen, wir waren da in dieser Miguel Pablo-Geschichte drin, wo wir in Berlin, ganz lange Story mit Marcel Scott, habe ich noch nie im Stream erzählt, ist auch scheißegal. Der Typ ist jetzt, sage ich mal, nicht die hellste Kerze am Geburtstagkuchen. Da kannst du keine sachliche Kritik erwarten. Ich verstehe nicht, warum du jetzt diese Beispiele mit aufnimmst, anstatt dich mit der sachlich, analytisch richtigen Kritik auseinanderzusetzen und jetzt nur Negativbeispiele zeigst von Leuten, die halt einfach nur Gagagugu gemacht haben und sagen, KuchenTV bad, downvote. Also das kannst du ja dann auch jetzt einfach lassen, weil das trägt ja nicht zur Situationslösung bei, weißt du? Übrigens auch Props an dich, denn mein Ruf war quasi komplett im Eimer, beziehungsweise ist es immer noch. Und dein Video wurde einfach trotzdem gehatet. Also das ist ja so, als wenn du gegen Kleinkind beim Argumentieren verlierst. Auf jeden Fall hat er mehr als deutlich gezeigt, dass ihn die Gina-Thematik einfach absolut nicht interessiert. Das zeigt er schon damit, dass er den Stream, den Gina damals hochgeladen hat, am Anfang seines Videos unzensiert zeigt. Warum? Warum musst du meine Freundin damit reinziehen und selbst wenn du es tun musst, warum? Ja, aber das Video ist ja auch unzensiert auf YouTube, ne? Vielleicht hätte er es nachzensieren können. Ja, hast du schon recht. Kannst du den Livestream, das ist jetzt, wie gesagt, da nicht wenigstens zensieren, dass meine Freundin nicht noch mehr da reingezogen wird. Aber du hast sie doch da reingezogen. Es sind doch jetzt nicht die anderen, die deine Freundin da reingezogen haben, sondern deine Freundin hat es damals öffentlich gemacht und du hast sie durch deine Tat reingezogen. Du hast sie durch dieses Fake-Video, whatever it is, if it's fake or not, we don't know, aber du hast verkackt, du hast sie reingezogen und du hast doch damit erst angefangen. Du hast doch das Leid deiner Familie hier öffentlich. Ey, Tim, Alter, du bist doch ein smarter Junge. Wieso machst du sowas, Mann? Denn, wie gesagt, ist sie ja das Opfer. Sie Danke, sollte doch eigentlich da rausgehalten werden. Ja, aber das hast du ja auch nicht gemacht. Das Ganze hat er auch nicht nur einmal gemacht, sondern in seinem zweiten Video hat man das wieder unzensiert gesehen. Wieso? Wirklich, es erschließt sich mir einfach nicht, warum du das reinnehmen musst. Aber in beiden Videos merkt man halt deutlich, dass es ihm halt nicht um das... Der Bre kann wirklich froh sein, dass gerade der Dislike-Button einfach weg ist. Ich wüsste wirklich nicht, wie es aussieht. ...das Thema geht, sondern dass einfach nur ein persönlicher Rachefeldzug... ABK hat sie anfangs mit... Ja, klar, ABK hat sie mit reingezogen, beziehungsweise Gina hat selber öffentlich gemacht, da kann man jetzt hin und her diskutieren, aber er ist ja drauf eingegangen, hat dieses Video nochmal gemacht und dem Ganzen nochmal extra Reichweite gegeben. Also da jetzt Schuld zuzuweisen zu finden, ja, klar, sicherlich kann das auch sein, trotzdem schwierig. Ist. Das sieht man zum Beispiel auch... Es gibt ein Add-on, wo man Dislikes sehen kann, ja? Echt jetzt? Will ich jetzt so ein salty Shit machen? 17k Dislikes, okay. Ja. Und er hat halt das Ganze extrem hart kaputt gemacht, indem er damals im Video das Jugendamt Paderborn angeschrieben hat, gesagt habe, dass ich meinen kleinen Bruder versklaven würde. Es geht doch eigentlich um Gewalt gegen Frauen und um das, was ich Gina angetan haben soll oder nicht. Warum ziehst du die Thematik deines Bruders damit rein, die wirklich nichts damit zu tun hat? Ja, weil er halt immer noch einen Groll auf dich hat und immer noch angepisst ist und jetzt natürlich halt froh ist, dass er sich da irgendwo gegen dich mit irgendeinem Nährboden erwehren kann. Wirklich, seine halben Videos drehen sich wirklich einfach nur darum. Und ja, es ist richtig. Ich habe damals dem Jugendamt diese Nachricht hier geschrieben, wo ich, by the way, nicht geschrieben habe, dass du deinen Bruder versklavst oder sonst irgendwas. Kleine Kinder öffentlich ins Internet zu ziehen, kann halt gerade später sehr große Probleme verursachen. Schau dazu gerne mal das Video von Mr. Wissen to Go. Alicia hat auch ein sehr gutes Video darüber gemacht, dass du sehr viel deiner Privatsphäre, auch wenn du deinen Sohn Noah zensierst, was ich sehr wichtig finde und much appreciate. Oder von Alicia Joe an. Im zweiten Video hat er übrigens exakt das gleiche nochmal gesagt. Er hat das Jugendamt Paderborn damals angeschrieben, hat auch in dem YouTube-Video gezeigt. Ja, der hat sich auch gar nicht dazu einzumischen, Bro. Der hat nichts Vernünftiges dazu zu melden. E-Mail hat die E-Mail... Perfekter Satzbau, Bro. Danke dir dafür. Danke für deine Kritik, Superman Dennis. Die Adresse vom Jugendamt gezeigt. Die Frage bleibt, geht es dir jetzt wirklich um Gewalt gegen Frauen und dagegen ein Statement zu setzen? Nein, aber dir geht es doch auch gar nicht darum. Du
Oder ist das nur ein persönlicher Rachefeldzug, wo du dich noch... Ja, ist es. Es ist vollend ein persönlicher Rachefeldzug. Das Video heißt die Zerstörung von KuchenTV. Was für eine rhetorische Dummfrage ist das? Mal darüber beschweren kannst, dass ich ja damals dem Jugendamt Bescheid gegeben habe. Ah, warte. Du beantwortest die Frage ja glücklicherweise sogar selbst. Weil ich hasse ihn wirklich. Es ist wirklich purer Hass bei ihm. Wirklich. Vor allem bringt er dann auch immer wieder den gleichen Vergleich. Wenn ich so wäre wie er, müsste ich jetzt ein Video machen, wo ich das Jugendamt anschreibe und sage, dass deren Kind entzogen werden muss, weil er seine Freundin hardcore geschlagen hat. Und ich würde noch mehr. Ich würde noch viel mehr reininterpretieren, noch viel mehr dazu sagen. Ich würde sagen, er schlägt seinen Sohn. Ja, okay, stimmt ja nicht. Genau sowas wäre das. Ja, aber ist doch dumm. Wieso schauen wir das eigentlich an? Du hast deinen Bruder ja wirklich in die Öffentlichkeit gezogen. Und es gibt sehr viele Studien und Arbeiten, die zeigen, dass es gefährlich sein kann, kleine Kinder so öffentlich... Boah, Digga, tut mir leid, Tim. Ich werde gerade wirklich aggressiv. Das ist so ein narzisstischer Opfer-Bullshit hier, den du gerade machst, dass du jetzt wieder anfängst, dich zu verteidigen gegen Leute, die intellektuell auf einem Toastbrot hängen geblieben sind, die nichts dazu zu sagen haben, Bro. Anstatt dich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was für eine Scheiße du gemacht hast, Bro. Was ist denn das? Das ist narzisstischer Bullshit, Mann. Ich will keinen Stress mit Tim oder sowas. Und ich habe ihn immer ein Stück weit geachtet für das, was er macht und was für das, was hier einsteht. Da war immer sehr viel schwieriger Content und Aussagen dabei. Deshalb habe ich mir auch nicht alles reingezogen und schon gar nicht auch alles hochgeladen. Ich habe ein paar Reacts auf ihn hochgeladen. Aber das hier gerade, das ist für mich einfach unbegreiflich. Das ist genau die falsche Kommunikationstaktik. So geht man das nicht an. Im Internet hinzustellen. Was kommt denn jetzt hier noch 8 Minuten? Du hast 6 Minuten darüber geredet, was du gemacht hast und das war's. Unschlage ist ja einfach eine Vermutung, für die du keine Belege hast. Das ist ja einfach nicht passiert. Das ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Eine Person, von der ich auch enttäuscht bin, ist Persha X, denn die hat auch direkt da 2 Videos zu gemacht und bei der kann ich halt einfach genau das Gleiche sagen, was ich eben schon bei Superman Dennis gesagt habe. Ja, du hattest mit ihr auch schon Stress und ihr hattet auch schon Beef. Natürlich stürzen sich diese Leute als Erster drauf. Natürlich können die nicht sachlich bleiben, weil die halt biased sind, weil die halt einen persönlichen Groll gegen dich hegen. Es wäre für die Diskussion, für dich und dein Standing sinnvoller gewesen, wenn du jetzt schon dieses Video hochhältst, was höchst fraglich ist, weil ich hätte, wie gesagt, nach dieser ganzen Nummer hätte ich erstmal gesagt, bye, ich bin raus, auch wenn Dezember ist, ihr Salame, ich verschwinde erstmal für einen Monat. Dann solltest du dich mit der sachlichen Kritik an dir und deiner Person auseinandersetzen und nicht mit diesem Kindergartengelaber von Leuten, die dich sowieso nicht abkönnen. Im 2. Video nimmt sie das neue Statement von Gina mit rein und da sagt sie ja, dass sie damit abgeschlossen hat. Guck mal, allein bei dem Videotitel, KuchenTV ist offiziell die größte Lachnummer. Wie willst du denn da an sachliche Kritik erwarten, Bro? Und dass sie da nicht mit reingezogen möchte. Und was macht Persha X 3 Sekunden später? Zeigt wieder Gina verheult in ihrem Livestream. Warum muss das sein? Und das Ganze halt auch unzensiert. Das Opfer selber sagt dir schon, bitte halte mich da einfach raus. Und Persha X sagt sich so, nee, KuchenTV, der kriegt jetzt einen auf den Deckel. Und dafür nutze ich auch nochmal das Opfer. Das ist wirklich, also... Warum kann man das Opfer da nicht rauslassen? Oder es zumindest zensieren? Oder einfach nur rezitieren? Warum muss man das Ganze nochmal so zeigen? Und zu sagen, hä, aber das war ja sowieso schon öffentlich, ist vollkommen egal, weil du es wieder hochholst und das wieder neue Leute sehen. Also, da muss ich einfach jetzt ganz klar analytisch zahlenmäßig dagegen sprechen. Das hat jeder mitbekommen. Das ist Teil des öffentlichen Diskurs. Natürlich ist das nicht fein. Es gilt ein Opferschutz und natürlich hätte man das anders angehen können. Aber, also, neue Leute, ich nehme einfach mal an, dass, und das spreche ich jetzt einfach mal so aus, dadurch, dass es so viral durch die Presse, durch dein Video, durch andere Videos gegangen ist, ob da jetzt jemand Neues dazukommt, ist wirklich sehr fraglich. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze hat ja nicht ist ja auch egal. Es hat ja angefangen, sie ist ja schon Teil des ganzen Dings gewesen, weil ja dieses Video auch nochmal gemacht worden ist. Und Gina, wenn du das siehst, ich finde, du bist eine super süße Maus. Ich denke auch, du bist eine tolle Mutter. Ich will dir gar nichts Schlechtes entgegenbringen. Du bist super, Gina. Ich will dir wirklich gar nichts Schlechtes. Aber habt ihr schon diesen Ausschnitt gesehen, wo sie geheult hat im Livestream? Oh Mann, da war sie psychisch am Boden. Das muss ich euch jetzt zeigen. Oder auch solche Aussagen. Bei dir kann man alle Male annehmen, dass du erneut tätig werden würdest. Soll ich dir sagen, warum? Weil du nach... Ja, das sind doch leere Allegations. Das sind doch... Sie ist ja keine Kriminalprofilerin, Alter. Natürlich ist das hier Gaga, was die da erzählt. Jahren dir es deiner Freundin nicht einmal eingestanden hast, sie für jahrelang gegaslightet hast, dein ganzes Umfeld angelogen hast. Bei dir waren alle Ampeln grün, dass du wieder rückfällig wirst. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zeig mir eine Statistik dazu. Gib mir eine Kriminalpsychologie, die KuchenTV dahingehend einstuft, dann glaube ich das. Ansonsten BS. Tim, unter uns gesagt, mach wirklich jetzt einen Strich unter die Sache. Mach als letzten Move am klügsten, auch wenn du gerade extrem viel Zulauf in Form von Views und alles bekommst, mach eine Spende von weiß ich wie vielen 100.000 Euro und verschwinde für 3 Monate von der Plattform. Also ehrlich, du solltest jetzt wirklich eine gute Pause nehmen für dich und deine Familie und diese Thematik vernünftig, sachlich abschließen und dann wirklich einfach ein bisschen Zeit für dich nehmen, Mann. Ehrlich jetzt. Und für deine Familie. Du kannst das nicht weiter reiten.
diese Wave. Das geht nicht, Mann. Das darfst du nicht weiter vergeneralisieren, verinstrumentalisieren. Du darfst nicht hingehen und das Ding hier noch weiter ausnutzen und dann noch und noch und noch. Also das als Social Experiment zu verkaufen, Bro, wo kommen wir dahin? Wo kommen wir dahin? Nehmen wir mal an, das Ganze würde so stimmen. Dann wäre das halt immer noch alles kein Beleg dafür, ob ich wieder gewalttätig werde oder nicht, weil es halt einfach kein Punkt ist. Du musst dich befassen, in was für einer Lebenslage und in was für einer Situation jemand gewalttätig geworden ist. Denn am realistischsten wäre es ja, dass man genau in dieser gleichen Situation wieder gewalttätig wird. Außer wenn man sich selbst reflektiert, an sich gearbeitet hat und halt dann weiß, dass man in dieser Situation vielleicht anders handeln sollte. Einfach zu sagen, doch, doch, du wirst auf jeden Fall wieder gewalttätig, weil hier sind 3 Punkte und deswegen ist das so, ist halt einfach lächerlich. Kein Psychologe der Welt würde so ein Gutachten erstellen. Vor allem werde ich also wieder straffällig, weil ich mich für die Tat schäme, es bereue und es deswegen niemandem erzählt habe. Ja, wahrscheinlich, oder? Das Ganze hatte aber seinen Höhepunkt unter anderem auf TikTok. Da zum Beispiel wird gerade dieser Ausschnitt hier geteilt. Gut, auf TikTok müssen wir aber an der Stelle auch mal wieder sagen, sind sehr viele junge Leute dabei, die wahrscheinlich sowieso, sag ich mal, eine etwas andere, weltoffenere, vielleicht, mag ich jetzt einfach mal annehmen, keine Ahnung, Tim, ich kenne deine politische Einstellung nicht, aber die auf jeden Fall, sag ich mal, in einer anderen Generation aufgewachsen sind, dementsprechend dieses Thema sehr viel mehr tangiert. Sagen wir jetzt einfach mal, wenn ich jetzt sagen würde, vielleicht sind auf TikTok so ein großer Leute vielleicht Neo-Linke oder Liberal-Linke, keine Ahnung, oder Leo-Links-Liberal, dann sind die da natürlich halt sehr aggressiv unterwegs und nehmen das sehr, sehr wörtlich und wollen dir natürlich da jetzt auch eindrücken. Vielleicht hast du auf TikTok einfach nicht die größten Fans. Und TikTok ist eine sehr unsachliche Plattform, will ich jetzt auch nicht vergeneralisieren, aber da sind halt sehr viele junge Leute dabei und da wird sehr viel in Emotionen geschrieben. Du kannst die Kommentare nicht ewig lang machen. Eine sinnvolle Diskussion auf TikTok zu haben, ist sowieso schwierig. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, ob das hier irgendwo jetzt wieder dazu beiträgt, das Ganze aufzuklären. Ich hab ihm verboten, Wäsche aufzuhängen. Haut den Like-Button kaputt. Das soll jetzt der Beweis dafür sein, dass ich meine Freundin schlage, weil sie zuckt. Leute, ihr wisst... Jetzt wird dir eine Definition von Erschrecken gegeben. Wie kann man sich denn so um Kopf und Kragen reden, Tim? Schon, dass Zuckungen des menschlichen Körpers komplett normal sind, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, weil der Körper sich bereit macht, entweder das abzuwehren oder zu fliehen. Jeder von euch hätte in der Situation gezuckt, weil es halt einfach unvorhergesehen kommt, weil man damit nicht gerechnet hätte. Ist das jetzt eine Verteidigung? Ist das jetzt ein Verteidigungsargument? Das hat doch gar nichts im Video zu suchen. Das ist doch... Das ist... Hä? Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Wie kann denn Chewbacca bei den Ewoks leben auf dem Planeten, wenn der viel größer ist als die? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Liebes Gericht, wie kann das sein? Und die Frage geben wir jetzt erstmal zurück. So nämlich. Hä, Bro? Und ja, ich weiß, im Video kam danach ein Cut. Aber danach war auch plötzlich alles wieder cool. Und ich weiß gar nicht, was sie da weggeschnitten hat. Ich glaube einfach nur so eine kurze Sprachpause oder sonst irgendwas. Danach ging das Video ja normal weiter. Sie war happy, hat sofort gelacht. Also ja, krasser Beweis auf jeden Fall dafür. Hast du deinen Partner schon mal betrogen? Versus, hast du deinen Partner schon mal geschlagen? Geschlagen, oder? Ja. Beim Sex. Schon offenbar. Schlagen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Ja, wir borgen uns doch ganz oft. Ja. Aber zum machst du das nicht mit mir? Tina macht irgendwie. Tina macht so und dann hau ich so zurück. Nein, nein, aber du machst immer doppelt. Ich hau und du machst direkt die Faust. Du hast. Jetzt haben wir es mal auf Kamera. Wie läuft das dann so ab? Vor allem, wenn es für euch ein Beweis ist, dass ich meine Freundin schlage, weil sie da gezuckt hat, dann ist dieses Video doch auch bestimmt ein Beweis dafür, dass Monte seinen Hund schlägt, oder? Du schlägst, weil Papa will jetzt eine rauchen. Hä? Was? Hier ist ein Beweis, dass ich aggressiver Gewalttäter bin. What about Tism, Bro? Digga, ich versteh's nicht, Mann. Also einmal bitte runter. Runter. Ich meine, der ist erst zusammengezuckt, als Monte mit der Faust auf den Tisch gehauen hat. Ja, Monte, ich bin dir da dicht auf Fersen. Ich bin einfach nur fassungslos. Ich bin wirklich einfach nur fassungslos. Bro, du schaufelst hier gerade sowas von dein eigenes Grab. Das ist so lost, Mann. Du machst es immer schlimmer damit. Ist das jetzt wieder ein Prank? So lost ist der doch nicht. In dem TikTok, den ich hier einfach mal rausgesucht habe, sagt der Typ dann übrigens Folgendes. Das sind Argumente, die bei Leuten ziehen, die jetzt, sag ich mal, generell keinerlei Diskussions- und Argumentationskultur an den Tag legen und vielleicht meistens jetzt nicht, sag ich mal, dem gebildeten Spektrum zugehörig sind. Also wer auf sowas anspringt und sagt, ja, da hat er einen Punkt.
Ich weiß nicht viel. Und nochmal, wir betreiben ja keine Cancel-Kultur. Ich möchte hier sachliche Kritik äußern. Ich möchte nicht zum Hate aufrufen oder sowas, ja? Auch wenn es jetzt viele wieder wahrscheinlich sagen werden, aber das ist, über diesen Kuchen-TV. Aber was ich weiß, reicht mir vollkommen auf. Holy, er vergleicht Frauen mit Hunden. Ja, Chat, come on, what the fuck. Er ist ein Islamhasser, ein Frauenschläger und ein krankhafter Psychopath. Ja, das mag jetzt eine Generalisierung von seinem Charakter sein, die du da jetzt einfach aufgestellt hast. GG Laros, keine Ahnung, wer du bist, Alter. Hat auch jetzt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ist jetzt da auch wieder komplett nicht der Diskussion zuträglich. Aber auch wieder hier, Tim, allein, dass du diesen Clip reinnimmst, anstatt sachlich Kritik aufzuarbeiten und dich wirklich mit dem offen, verständlicherweise lange auseinanderzusetzen, was du falsch gemacht hast, das fehlt mir in diesem Video, das fehlt hier. Okay, also ich bin jetzt ein Islamhasser und ein Psychopath. Irgendwelche Belege dafür, Ausschnitte, was ich gesagt habe. Du kommst extrem unsympathisch-narzisstisch dabei her. Warum das Ganze so sein soll, hat er natürlich nicht gezeigt. Muss er aber auch nicht, weil ich bin der Frauenschläger. Ich bin sowieso schon unten durch und da kann man einfach alles erzählen, was man möchte. Alleine das zeigt ja, dass der Typ dieses Thema jetzt nur genutzt hat, um mich schlecht zu reden, weil auch ihm ist es komplett egal, ob ich meine Freundin schlage oder nicht. Er wollte mich einfach nur als Psychopathin stellen und vor allem als Islamhasser. Ja, aber du bist ja eine polarisierende Person. Das ist, du kannst doch nicht von jeder Person auch erwarten, dass du sachliche Kritik geübt bekommst an deiner Person, weil ja jeder nicht unbedingt, sage ich mal, rhetorisch auf deinem Level vielleicht argumentieren kann. Viele Leute wollen einfach nur draufhauen. Das ist ja jetzt ein Punkt. Da haben wir jetzt 10 Minuten drüber geredet. Aber dass wir 5 Minuten dieses Videos nur Zeit schenken an deinen Verfehlungen, was du falsch gemacht hast zu arbeiten, das ist einfach schwach. Das ist hier eine ganz normale Strohmann-Taktik, um zu gucken, ja, aber guck mal hier, die anderen, du musst das selber aufarbeiten. Tim, du musst das selber aufarbeiten und du musst selber hingehen und eine vernünftige Aufarbeitung machen. Ja, wenn er jetzt darauf reagiert, wird er wieder sagen, oder wenn er jetzt irgendwas dazu sagt, ja, aber es kommen ja nochmal 2 Videos. Aber das ist ja nicht der Move. Dann nochmal on top und nochmal on top im Dezember. Ob das jetzt im Dezember ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ist nur so ein Coincident, sage ich mal, dass das jetzt gerade passiert. Jetzt nochmal was dazu zu machen, mach es doch in einem Video und sag einfach, Buddy, ich bin jetzt erstmal raus. Es müsste dir primär nicht um dich gehen, weil du bist, wie gesagt, nicht das Opfer, die Leidtragende ist gerade deine Frau und ein Stück weit dann noch irgendwo sicherlich dein Sohn in späteren Jahren vielleicht. Wollen wir es nicht hoffen. Inshallah, ihm möge es immer gut gehen und er möge in heilen Verhältnissen aufwachsen und dafür keinen Shit bekommen. Aber es wäre jetzt die Zeit in meinen Augen, und ich fordere es nicht, ich rate es dir nur an, jetzt einen Schritt zurückzumachen, nachdem du es einmal sachlich aufarbeitet hast und dich um deine Familie zu kümmern. Bald ist Weihnachten. Es gab zum Beispiel auch einen Artikel bei BAFT, wo man auch einfach merkt, dass hier gegen mich geframed wird. Denn da werden zum Beispiel 3 random Videos von mir gezeigt, damit sich die Leser von mir ein Bild machen können. Und das sind komischerweise 3 Videos, die man als Linker oder Feminist wahrscheinlich ein wenig kritisch sieht. Warum sind das genau diese Videos? Naja, einfach weil er gegen mich framen möchte. Er möchte direkt zeigen, guck mal, der hat diese Videos gemacht, das ist ein ganz blöder Typ. Warum hast du nicht mein Video gemacht, wo ich positiv über den Feminismus geredet habe? Oder hast gezeigt, dass mein Hauptcontent daraus besteht, über andere YouTuber zu reden? Naja, weil es egal ist, der wollte einfach nur negativ über mich berichten. Zum Schluss natürlich noch die Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich zwischen mir und Gina in dieser Nacht passiert? Naja, wir... Ah, hier eine kleine Spannungskurve aufgebaut, das kommt direkt zum Ende, damit die Watchtime gut ist. Werden öffentlich dazu einfach nichts mehr sagen. Das Ding ist, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin ein Frauenschläger, dann schadet das unserer Familie. Ja, aber alles, was du bis dato gemacht hast, schadet deiner Familie, Bro. Alles, was du gemacht hast, schadet deiner Familie gerade extrem. Wenn Gina jetzt sagt, ja, ja, ich habe damals gelogen, dann schadet das unserer Familie. Und das wollen wir nicht. Wir sind glücklich so, wie wir sind. Uns ist es egal, was ihr davon haltet. Ich meine, das ist auch schön. Das ist wichtig, dass ihr als Familie da zusammenhaltet und glücklich seid. Und ich möchte wirklich, dass deine Familie da auch den Schutz genießt, den sie hat und auch ein friedliches und vernünftiges Weihnachtsfest feiern kann. Ich wünsche dir nichts Schlechtes. Aber die Aufarbeitung, wie du sie betreibst hier, ist extrem fragwürdig und kommunikativ extrem schlecht. Ich meine, das Video wird sowieso die wenigsten dazu bringen, anders zu denken. Für euch bin ich der Frauenschläger. Ey, ist absolut in Ordnung. Ja, deswegen mache ich zum Beispiel auch Witze darüber auf Instagram oder auch bei KuchenTV Uncut etc. Ja, aber das ist nicht eine Form von Aufarbeitung. Weil es uns nicht juckt. Es ist uns egal. Wir machen Witze darüber, weil wir das Thema selber nicht ernst nehmen. Es wird jetzt übrigens auch zu 100% Leute geben, die sagen, ja, das ist jetzt alles nur gestellt, das war gar kein Fake, das sagt er nur, um seinen Ruf zu retten. Aber überlegt mal, wer hatet mich gerade? Die TikTok-Bubble, die Twitter-Bubble und ABK-Fanboys. Also das ist jetzt vielleicht untertrieben. Ich glaube, Hates, ja, die haten dich, aber Kritik erntest du gerade von allen Seiten. Kritik erntest du tatsächlich nicht nur aus diesen 3 Bubblen oder Bubbles, sondern, also, wenn man jetzt, sage ich mal, allein der mediale Druck, und das darf man nicht unterschätzen in Deutschland, allein die Bild-Zeitung hat dazu getitelt, irgendwo. Also, da waren halt auch Artikel von der Bild dabei. Hier, ja, nee, das war es jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Zeitungsartikel gesehen. Keine Ahnung, KuchenTV, wo sehe ich das hier, News, so hier. Ingame, Buffed, Watson.de, keine Ahnung, Esports, Cut. Das sind jetzt nicht die besten Outlets, aber da waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei. Ich finde es jetzt gerade nicht wieder, Chat. Aber auf jeden Fall davon Artikel gesehen. Bildzeitung mag jetzt auch nicht die beste Quelle sein, aber das mediale Backlash darf man auch nicht vergessen, dass dazu kommt, ne? Und wer hat mich vor der Aktion gehatet? Die Twitter-Bubble, ABK-Fanboys und die TikTok-Community. Ja, aber du kriegst ja gerade keinen Hate. Leute wie ich, die sachlich Kritik anbringen, bei denen hast du jetzt auch ein Stück weit deine Glaubwürdigkeit verspielt, weißt du?
Meine Community steht tatsächlich immer noch mega hinter mir. Und dafür auch wirklich einfach mal dicken Respekt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Meine Videos bekommen... Das ist absolut die seriöseste Zeitung, keine Frage. Aber es ist eine der größten, es ist die größte und reichweitenstärkste Zeitung. Deshalb meine ich, dass ich, kann mich da auch irren, aber einen Artikel gesehen habe. Vielleicht könnt ihr da nochmal im Chat kurz gucken. Ich hatte das irgendwo gesehen, vielleicht ist es ja schon wieder weg oder ich habe mich da getäuscht. Immer noch genauso viele Aufrufe wie vorher. Okay, die Bewertung ist um 3-4% schlechter, aber ich bin kein Abdel, wo die Videos deutlich mehr Dislikes als Likes haben. Es geht ihm da wirklich einfach nur um sein öffentliches Standing, dadurch, dass sein YouTube-Kanal weiterläuft. Ich habe mehr Aufrufe, meine Likes sind genauso wie vorher. Aber nochmal, schade finde ich, dass du hier nicht einfach anerkennst, was für eine große Scheiße du hier gebaut hast. Ja, jetzt kann man wieder den Clip vom Anfang benutzen und sagen, ich habe Scheiße gebaut. Aber du hast es nicht in meinen Augen vernünftig aufgearbeitet. Überhaupt nicht. Abgesehen davon werden 99% der Leute, die gegen mich schon gehetzt haben, jetzt sowieso nicht sagen, ja, okay, tut mir leid, sondern die werden weiter die Meinung haben. Mit diesem Video schade ich mir wahrscheinlich noch mehr, weil ich einige Leute aus meiner Community wahrscheinlich noch zusätzlich vergraule. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich hätte das Ganze deutlich besser umsetzen müssen. Auf jeden Fall. Aber das Video ist jetzt auch kein Zuspruch. Da nehme ich mich gar nicht raus. So wie ich das gemacht habe, war das halt genauso wack wie diese ABK-Pedo-Sache damals. Ich war in diesem Moment einfach mega getriggert und wollte denen jetzt so eine richtig krasse Falle stellen, um denen halt wirklich zu zeigen, guck mal, das ist eure Doppelmoral. Und ja, das hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber du kannst doch nicht stolz darauf sein. Aber da hätte man auf jeden Fall deutlich mehr rausholen können. Je nachdem, was jetzt passiert, möchte ich dem Thema einfach keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und ich habe wirklich einfach nur eine Bitte an euch. Lasst meine Freundin da einfach raus. Also klar, erwähnen könnt ihr sie, aber schreibt ihr nicht auf Instagram, verlinkt sie auch nicht, auch keine positiven Nachrichten. Die möchte nichts davon wissen. Und vor allem, bitte hört auf, irgendwelche uralten Livestreams unzensiert von ihr zu zeigen, wo sie einfach psychisch am Boden sehr, ist. Sowas muss einfach nicht sein. Zensiert das doch und dann ist es zumindest auf jeden Fall deutlich besser. Wie gesagt, möchte ich dem ganzen Thema Gewalt gegen Frauen einfach mehr Reichweite geben, denn genau das jetzt hat ja auch gezeigt, dass es nicht darum geht, den Opfern zu helfen. Ich weiß nicht, also dich jetzt als Opfer hinzustellen, jetzt als der Heiland hinzustellen, ja, mein, zu sagen, ich möchte jetzt der Gewalt mehr, der Gewalt gegen Frauen, generell häusliche Gewalt wäre der politisch korrekte Terminus in meinen Augen, aber gut, sei mal dahingestellt, es gibt vermehrt Gewalt gegen Frauen, alright, mehr Aufmerksamkeit geben, das ist jetzt auch irgendwie, es ist auch sehr weird, wa? Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr seltsamer Move. Sondern den Tätern eins auszuwischen. Und das ist halt wirklich einfach super schade. Deswegen werden hier, wie gesagt, noch 2 Videos kommen und wir werden einen Charity-Livestream veranstalten, wo ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall alle teilnehmen werdet. Es tut mir leid, wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die ich damit jetzt emotional, sag ich mal, mitgenommen habe oder denen es wirklich leid getan hat. Ich weiß, das war nicht die beste Idee von mir. Das Video war auch echt ein großer Haufen Kacke, muss ich leider ehrlich sagen. Ihr seid wirklich die Besten. Und jetzt mal an die Leute, die ich auch im Video kritisiert habe. Fasst euch mal die eigene Nase. Hat es euch wirklich interessiert? Und was macht ihr so? Was ich mit Gina gemacht habe? Ich habe das und das gemacht, aber was hast du gemacht? Oder ging es einfach nur darum, mir jetzt zu schaden? Denkt mal drüber nach. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ja, das haben wir ja ausgearbeitet. Also im Endeffekt, schwieriges Ding. Ich hoffe, dass sachliche Kritik bei ihm gehört wird, Mann. Ich hoffe, dass sachliche Kritik endlich bei ihm gehört wird und er dieser auch Aufmerksamkeit schenkt. Ja.